zu einem neuen Video der Berufsschule 7. Wir gucken uns heute das Thema Alter Table an, im Prinzip das Statement, mit dem man existierende Tabellen in MySQL, und darauf konzentriere ich mich jetzt hier, entsprechend ändern kann. Ja, was können wir alles machen mit unserem Alter Table Statement? Wir können Spalten hinzufügen, was zugleich wahrscheinlich die häufigste Art der Anpassung von Tabellen ist. Dann können wir auch Spalteneigenschaften verändern, ja, also was weiß ich, einen Not Null hinzufügen oder einen Datentyp anpassen, was weiß ich, Varchar ist beispielsweise mit 64 angegeben, wir brauchen aber einen größeren Bereich, also was weiß ich, 100, dann können wir das eben auch mit dem AlterTableStatement durchführen. Dann können wir natürlich auch Spalten wieder entfernen und wir können Spalten, aber auch ganze Tabellen umbenennen. So, das sind so die wesentlichen Sachen, auf die ich hier eingehen möchte. Wir beginnen mit dem Hinzufügen von Spalten. Gut, also wenn wir irgendwo Spalten hinzufügen wollen, brauchen wir erstmal eine Tabelle, wo wir irgendwas eben ergänzen können. Ich habe jetzt hier einfach mal drei Spalten, ID, Nachname und Geburtsdatum. Und dann packen wir mal ein paar Datensätze rein. Ich habe jetzt hier einmal mit Nachnamen den Huber mit einem Geburtsdatum und dann 007. Werden wir gleich sehen, warum James Bond hier ein durchaus sinnvoller Datensatz ist. So, und jetzt möchte ich eine Spalte hinzufügen. Also sage ich Alter Table. Und jetzt muss ich natürlich sagen, welche Tabelle ich ändere, in dem Fall die Tabelle Kunde. Und was möchte ich tun? Add Column. Ich möchte eine Spalte hinzufügen. Und was jetzt kommt, ist die Definition, so wie ich es im Create Table Statement auch habe. So, was jetzt passiert ist, die Tabelle wird hinzugefügt. Und genau das, was ich hier habe, ist die Struktur wie beim CreateTableStatement. Ja, das heißt, wenn ich jetzt diese Spalte bei der Erzeugung der Tabelle ganz am Anfang bereits berücksichtigt hätte, dann hätte ich auch genau das gleiche hier reingeschrieben, VN, Varchar 32, Default, James in dem Fall. So, und was jetzt auch wichtig ist mit diesem Default-Wert, wir haben ja den Default-Wert deswegen in unserem CreateTableStatement kennengelernt, wenn wir ohne die Berücksichtigung der Spalte ein InsertStatement machen, dass eben der Default-Wert dort hinterlegt wird. Und genau der wird auch beim AlterTableStatement dann hinterlegt für die entsprechenden neu gestalteten oder neu erzeugten Spalten. In dem Fall James. Jetzt können wir auch positionieren. Wie wir sehen, habe ich diese Spalte nicht ganz am Ende angefügt, sondern hier mit After ID, also nach der ID-Spalte. Wenn ich das komplett weglassen würde, würde es ganz am Ende stehen, die neue Spalte. Und wenn ich sie ganz vorne hinschreiben würde, also vor die Spalte ID, dann hätte ich hier anstatt After ID, hätte ich First eintragen müssen. So, und damit haben wir jetzt eine neue Spalte hinzugefügt. Dann schauen wir uns noch was weiteres an. Und zwar, wenn ich jetzt beispielsweise also wir haben vielleicht vorhin, ist es dem einen oder anderen aufgefallen, ich habe die Tabelle ohne ein Primary Key Feld angelegt und das möchte ich jetzt nachträglich nachholen. Und zwar jetzt Achtung, ich möchte nicht die ID-Spalte als Primary Key verwenden, sondern ich möchte einfach eine neue hinzufügen. Und jetzt kann ich hier mit Alter Table, Kunde, Add Column wieder, KID, Integer und jetzt Primary Key Auto Increment. Und was jetzt passiert ist, dass ich jetzt hier nachträglich diesen Primary Key hinterlegt habe und das Auto-Inkrement genauso funktioniert wie beim Insert. Das heißt, ich kann jetzt hier meine einzelnen Zeilen automatisch durchnummerieren. Wenn ich jetzt beispielsweise eine Tabelle habe, wo ich jetzt doppelte Datensätze drin habe, vielleicht erinnert sich der ein oder andere an das Thema Create Table, wo wir gesagt haben, wenn ich ohne Primary Key arbeite, kann ich theoretisch doppelte Datensätze beinhalten in der Tabelle und dann kann ich den doppelten Datensatz nicht identifizieren, weil sie ja eben exakt identisch sind, kann ich hier nachträglich mit Hilfe so einem Primary Key Auto Increment Feld dann doch wieder die doppelten Datensätze eindeutig machen über eben ein neues Primary Key Feld. So, ja, damit haben wir jetzt eben das KID und jetzt können wir zur Not dieses ID-Feld vorne löschen.
Dadurch sage ich jetzt Alter Table Kunde und jetzt Drop Column ID. Und damit ist dann diese ID-Spalte weg. Drop war ja immer das Entfernen von strukturellen Informationen, also Drop Table, Drop Database, in dem Fall jetzt Drop Column im Rahmen des Alter Table Statements. Als nächstes möchte ich Spalten ändern. Und zwar möchte ich jetzt Folgendes ändern. Ich möchte die zweite Spalte NNM, was für Nachname steht, möchte ich ändern in einen anderen Namen. Und jetzt müssen wir hier aufpassen. Immer dann, wenn wir bei einem Alter Table Statement eine Spalte ändern, stellen wir uns das so vor, dass wir die Spalte erstmal eine neue Spalte erzeugen mit den geänderten Eigenschaften. Dann werden die Daten rüber kopiert und dann wird die alte Spalte gelöscht. So, das ist deswegen wichtig, diese Vorstellung, weil, wenn wir uns das Statement ansehen, steht Alter Table Kunde, jetzt kommt Change und jetzt sage ich, welche Spalte ich ändern möchte. Also NNM, das ist die Spalte, die möchte ich ändern. Und in was möchte ich es ändern? In die Spalte Nachname und jetzt kommt das Wichtige, Varchar 10 not null. Das heißt, ich habe jetzt hier wieder exakt die gleiche Definition wie beim Create Table Statement. Wenn ich jetzt beispielsweise hier das not null nicht eintragen würde, dann würde ich aus der umbenannten Spalte die Eigenschaft not null wegnehmen. So, schauen wir uns das mal an, wie das Ganze jetzt abläuft. Also, es wird die neue Spalte eingefügt und die Daten werden übernommen. Und so sieht es dann am Ende aus. Und jetzt ist wichtig, wie ich vorhin schon erwähnt habe, nach dem Namen der ursprünglichen Spalte, ja, also NNM war das, muss die komplette Spaltendefinition dort eingetragen werden. Also mit Datentyp und mit jetzt Zusatzeigenschaften wie not null. Die einzige Zusatzeigenschaft, die ich hier nicht hinterlegen darf, wäre Primary Key. Ja, bei der Primary Key wird hier extra behandelt. Wir haben vorhin ein Primary Key Feld hinzugefügt, da haben wir gesehen, wie das funktioniert. Und ich zeige gleich nochmal, wie es wäre oder was für ein Statement ich bräuchte, um ein existierendes Feld, das aktuell nicht Primary Key ist, als Primary Key zu definieren. Gucken wir gleich. Aber wichtig ist, und deswegen ist diese Vorstellung so praktisch. Wir stellen uns vor, wenn ich ein Change durchführe, wird die Spalte mit dem neuen Namen, wie auch immer da angegeben ist, in dem Fall Nachname, erzeugt, mit genau der Struktur, wie ich sie hier eben eingekringelt habe. Dann werden die Daten übertragen und dann wird die alte Spalte gelöscht. Und wenn wir es so vorstellen, dann ist klar, dass wenn ich jetzt hier beispielsweise not null weglasse, dass in der neuen Spalte Nachname not null fehlen würde. So, was mache ich jetzt, wenn ich eine Tabelle hätte, die kein Primary Key hat und ich möchte eine existierende Spalte als Primary Key definieren? Dann müsste ich es mit Alter Table, Tabellenname, Kunde, was auch immer, und dann Add Primary Key und in Klammern dann das Feld, was auch immer denn der Primary Key sein sollte. Und diesen Syntax haben wir auch beim Create Table schon gesehen. Das wäre die zweite Option, den Primary Key zu erzeugen beim Create Table Statement. Und wenn ich jetzt hier auch zwei oder drei Spalten als kombinierten Primary Key bräuchte, dann müsste ich es halt in Klammern hier ergänzen. So, dann gibt es noch ein, zwei Sachen, die zu beachten sind oder die wichtig sind. Ab MySQL 8 kann ich auch das Statement durchführen, Alter Table, dann Tabellenname, also Kunde, was auch immer, und dann Rename Column und dann würde ich jetzt hier eintragen, Nachname oder NNM to Nachname. Das wäre dann auch möglich und dann müsste ich nicht hier diesen ganzen Kladderadatsch mit den ganzen Datentypen oder so mit dazufügen. Geht aber erst ab MySQL Version 8. Sonst muss ich eben über diesen Change-Befehl gehen. Und wenn wir gerade dabei sind, wenn ich einen neuen Tabellenname hinterlegen möchte, dann wäre das Alter Table und dann alter Name, Rename, neuer Name. Okay, das ist aber ja relativ einsichtig. Gut, jetzt kann ich noch was anderes machen. Ich kann nur den Datentyp ändern, also ohne irgendeine Namensänderung durchzuführen. Das würden wir mit Modify machen. Also Alter Table Kunde, Modify. Und jetzt mache ich zugegebenermaßen was bisschen Komisches. Ich ändere jetzt den Datentyp Nachname in den Datentyp Int.
Warum mache ich das? Um zu zeigen, dass wir hier tatsächlich auch wieder die gleiche Funktionalität haben. Also ich habe hier keinen neuen Namen, sondern ich möchte nur den Datentyp ändern. Jetzt wird die neue Spalte eingefügt, die jetzt aber genauso heißt wie die alte, Nachname und Nachname. Und dann werden die Daten übertragen. Ja? Und jetzt werden tatsächlich die Strings in Zahlen umgewandelt. Also das 007 wird in die Zahl 7 umgewandelt. Der parst mir jetzt jeden einzelnen String. Und wenn jetzt ein String nicht als Zahl darstellbar ist, wie beispielsweise Huber, dann gibt es ein Warning. Ja, also ich kann tatsächlich beliebige Datentypen in beliebige Datentypen eintragen. Und das Verhalten dieses Alter Table Statements bezüglich der Daten wäre dann exakt das gleiche, als würde ich mit Hilfe eines Insert Statements jetzt hier beispielsweise in eine Zahlenspalte versuchen, irgendwie einen String einzutragen. Also er versucht es, zumindest im Non-Strict Mode, versucht eben irgendwie die Daten dort eben hin und her zu schieben. Und dann im Zweifelsfall würde es dann Warnings geben und dann sehen wir, jetzt haben wir aus unserem Huber die Null gemacht. Wie gesagt, natürlich würde ich in der Praxis niemals auf die Idee kommen, die Spalte Nachname in einen Integer-Datentyp umzuwandeln, aber hier geht es ja nur um das Prinzip, was hier dahinter steckt. So, dann wird der ganze Kram wieder zurückgeschoben und damit haben wir jetzt unsere neu strukturierte Tabelle. Gut, recht viel mehr gibt es zum Alter Table Statement auch nicht zu sagen, weil eigentlich ist das Alter Table Statement erstmal eine Anpassung. Wenn ich weiß, ich kenne mein Modify, ich kenne mein Change, dann ist es eigentlich das gleiche wie mein Create Table Statement. Insofern müssen wir da gar nicht groß rumdiskutieren. Abschließend nochmal ganz kurz die wichtigsten Punkte. Wir können tatsächlich mit dem Alter Table Statement sämtliche Eigenschaften verändern. Ob das jetzt sinnvoll ist oder nicht, sei mal dahingestellt. Natürlich sollte man versuchen, erstmal die Tabelle initial richtig anzulegen. Das ist aber klar. Vom Syntax her, der Syntax ist alter table für altering table und das leitet diese Änderung ein. Also wenn ich eine Tabelle ändere, dann kommt immer zuerst alter table und dann kommen die weiteren Elemente. Beispielsweise modify column und modify column ändert Spaltenname und die Eigenschaften. Ja, und wenn ich jetzt hier Vorversion, MySQL Vorversion 8 bin, dann muss ich Modify Column auch zwingend für die Spaltennamenänderung einsetzen und muss halt dann gucken, dass die Eigenschaften eben auch sauber übertragen werden. Change Column ändert nur die Eigenschaften, nicht den Namen. Und das ist eigentlich so das, was wir hauptsächlich verwenden. Spaltennamen ändern wir normalerweise nicht, weil das ja, führt im Regelfall nur zu Problemen bei den Applikationen, die die Tabellen dann abgreifen. Rename Column ab Version 8. Ich habe es, glaube ich, jetzt schon dreimal erwähnt, aber hier der Vollständigkeit halber nochmal. Und wichtig ist die Vorstellung, wenn ich eine Eigenschaft ändere, dann stellen wir uns das so vor, es wird eine neue Spalte angelegt, die Daten werden übertragen und die alte Spalte wird gelöscht. Und dann weiß ich auch automatisch, wie sich eben die Daten innerhalb dieser Spalte eben bei der Veränderung verhalten. Primary Key wird gesondert behandelt, weil es eigentlich nicht üblich ist, den Primärschlüssel irgendwie nachträglich zu verändern. Aber ich habe eben gezeigt, wie es geht. Wenn es grundsätzlich Probleme gibt, wenn ich existierende Primary Keys habe und ich möchte ihn erweitern, was auch immer, da muss man im Zweifelsfall mit den Primary Key wieder entfernen und den dann quasi neu anlegen. Aber wie gesagt, das sind schon sehr, sehr skurrile Fälle, die hat man eher selten. Gut. Das war es jetzt so im Großen und Ganzen. Das ist ein relativ kurzes Video gewesen für meine Verhältnisse, aber wie gesagt, da gibt es nicht viel zu sagen. Die wesentlichen Informationen haben wir ja eigentlich in dem Create Table Statement und auch im Verhalten beim Insert schon gesehen. Insofern ist hier eigentlich nicht viel Neues dabei, außer eben diese Syntaxgeschichte mit Alter Table.
Insofern ist es eigentlich eine relativ einfache Geschichte gewesen. Es wird jetzt auf jeden Fall noch ein Video zu geben zu dem ganzen Thema Erzeugung von Tabellen, nämlich ich möchte über das Thema Index sprechen. Das wird vermutlich das nächste Video sein. Und ja, dann glaube ich, haben wir so die wichtigsten Sachen von SQL jetzt erstmal abgehakt. Und dann werden wir uns wahrscheinlich wieder um ein paar andere Sachen kümmern. Aber da lassen wir uns alle überraschen. Insofern, wie immer, dranbleiben und bis zum nächsten Video.